Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 3 mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir auf dem Schiff noch die letzten Dinge erledigt, die noch sozusagen die Nachwehen der Gev und Quarianer Allianz, sag ich jetzt mal, und auch die Meinung der Crew und noch ein paar andere Sachen. Und jetzt sind wir eigentlich, also habe ich mir jetzt vorgenommen, die ganzen Nebenmissionssachen, die ich jetzt hier auf der Map machen kann, jetzt zu machen. Das mir ein bisschen sortiert. Der Bereich hier oben, da bin ich jetzt zwar, aber den mache ich jetzt mal noch nicht. Ich gehe jetzt mal nach der Reihe. Und das nächste wäre im Argus Roh Cluster. Da. Den hatten wir vorher nämlich nicht. Signal bestätigt. Da haben wir was. Juhu. Haptische Optikmatrix. Ein Wrack. ULG-Sprung erfolgreich. Oh je, hier gibt's aber viel. Und was haben wir gefunden? Den Saurier! Ausweichen erfolgreich. Okay, was ist das? Reaper Umgang. Den Sprit brauchen wir. ULG-Sprung erfolgreich. Ich will rechts. ULG-Sprung erfolgreich. Nicht hier. Erfolgreich. Direkt da, wo das ist, gespawnt einer. ULG-Sprung erfolgreich. Spezialistenteam. Ausweichen erfolgreich. Ein Spezialistenteam, das ist doch geil. ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Ausweichen erfolgreich. So, auch noch jetzt erstmal den. Besser der Energierelais. Okay, das war das einzigste hier. Dann. Reaper Umgang. Ab. Block. ULG-Sprung erfolgreich. Waren wir hier schon mal? Attica Beta? Jetzt müssen die Einzelsysteme eins nach dem anderen durchgehen.
Isois. Ich habe etwas gefunden. Und bumm. Unterformetische Gitter. Ausweichen erfolgreich. Da ist Sprit. Ich brauche den Sprit. ULG-Sprung erfolgreich. Ja, besser als nix. Ausweichen erfolgreich. Nach Theseus. Signal bestätigt. Ja. Exogeni-Wissenschaftler. Ach, Ferros! Das ist Ferros! Ja, klar! Reaper umgang. ULG-Sprung erfolgreich. Muss ich mal kurz zu den Kroganern. Ich brauche nämlich Sprit. So. Also, wohin jetzt? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also, wir machen jetzt einmal hier eine Runde. Da waren wir, da waren wir. Bei der Kopfnebel waren wir schon. Ah, hier wäre ein friedliches System gewesen. Und hier wäre ein Treibstoffdepot. Okay. Anusbecken ist auch ein Treibstoffdepot, ist auch ein friedliches System, okay. Nebel, da wollten wir doch auch hin. Da müssen wir doch auch hin. Jum. Ich habe etwas gefunden. Dr. Shields ist dies. Und was ist hier? Hier können wir landen? Okay. Ja, ja. In 4 Punkten fange ich nichts an. Nee, nee, nee.
Chabot, seit 72 Stunden sind die Reaktoren eines Turianer Asari-Treibstoffdepots offline. Scans der Station sind kalt. Sie ist verlassen. Was ist mit den dort stationierten Truppen passiert? Unbekannt. Aber kein Treibstoff bedeutet keine Flottenpräsenz. Der Feind kann ungehindert operieren. Sie müssen da rein, rausfinden, was los ist und die Reaktoren wieder online bringen. Captain Riley macht vor Ort die erste Aufklärung. Sie leitet eines unserer besten Technikerteams. Wir gehen der Sache auf den Grund, Admiral. Gut, Hackett Ende. Hier. Gucken wir uns mal an, was da los ist. Ein Turianer. So. Sah von hinten gerade so komisch aus. Ja. Und erstmal vorbereiten. Hallo? Genau. Bevor ich mit ihm rede, erstmal looten. Okay, hier ist irgendwie Giftgas. Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen. Ziemlich detailliert. Oh, da klingelt was. Das hatten wir doch schon mal gesucht. Soldat. Wir brauchen eine Umgehungslösung für die Strahlung, Soldat. Captain Riley. Wie lange sind Sie schon bei diesem Trupp? Weitermachen. Hä? Wachsam bleiben. Immer, Commander. Warum hat er aufgehört zu labern? Uff. Captain Riley, Status. Commander, es ist mir eine Ehre. Wir konnten auf die Reaktorloks zugreifen und haben das hier gefunden. Commander, Captain Riley hat mich die Anlage scannen lassen. Es ist ein System mit zwei Reaktoren. Sie müssen sich also in zwei Teams aufteilen. Verstanden. Die Brennstäbe beider Reaktoren müssen entriegelt werden, bevor ein Neustart eingeleitet werden kann. Ihr Weg ist im Moment blockiert. Captain Rileys Mann arbeitet an der Beseitigung der Hindernisse. Danke für den Statusbericht. Gute Arbeit, Kaslow. Bringen Sie Ihr Team zu Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Wir geben Ihnen Deckung, bis Sie in Sicherheit sind. Ersatzteile. Ah. Was kann ich den dann verschieben? Okay, da darf ich nur nicht rein. Das. Team zu Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Ja, aber da muss ich hin. Wir geben Ihnen Deckung, bis Sie in Sicherheit sind. Navigationsfehler. Team 2 zieht sich zurück, Commander. Viel Glück, Captain. Hier ist etwas Furchtbares geschehen. Die Turianer wurden ausgelöscht. Praktisch ohne Spuren. Weiterhin wachsam bleiben. Wir machen den Weg frei. Für die Brennstäbe, aber die Strahlung blockiert den Zugang. Hier sieht's genauso aus. Ich suche einen Weg, den Bereich zu entlüften. Das sieht aus wie eine Belüftungssteuerung. Damit müsste es gehen. Strahlung zurückgegangen. Konsole jetzt zugänglich. Dann entriegeln wir jetzt die Brennstäbe. Aber erst gucke ich mir noch mal meinen Level-Up an, nicht? Wieder 8 Punkte. Die knallen wir diesmal in Schmettern.
Welcher Punkt fange ich bei euch nichts an? An diese Mission kann ich mich auch so dunkel erinnern. Die habe ich damals auch gemacht. Nee, das geht noch nicht. Reaktor Neustart geht erst, wenn die Brennstäbe soweit sind. Der hier jetzt Medikit. Denn her? Na toll. Ich sehe sie. Sie müssen alle Bremssubstanztanks versiegeln. Ich sehe die Tanks von Reaktor 2. Rücke vor zum Versiegeln. Eieiei. Ei, ei. Der kommt doch mal auf mich zu. Was, das hat er nicht getroffen? Marodeur, vorweg.
Um, genau. Hallo. Runde da. Bumm. Hui, bumm. Commander, wir werden überrannt. Stellung ist unhaltbar. Wir schaffen es nicht. Durchhalten, einer meiner Leute kommt. Verstanden. Liara, Sie klären das. Sofort. Jo, klar. Platz. Im Moment sind Sie sicher, Commander. Aber ich erreiche Captain Riley nicht. Was ist mit Liara? Nichts, Commander. Niemand antwortet auf meine Funksprüche. Aber ich registriere Bewegungen in Richtung Exfiltrationspunkt. Schließen Sie den Neustart ab, dann können wir uns dort treffen. Alles klar. Eilen und mitnehmen. Irgendwas. Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Na dann. Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Was denn? Oh, die gab 25, die wir da gefunden haben. Raumschiff-Treibstoff verbessert. Jenny-Wissenschaftler auf 40. Das, was wir alles gefunden haben, das läppert sich. Bei den Gav. Ah, es hat sich das doch gelohnt, die Heretics nicht zu töten. Nutzig für ein Spezialistenteam, was wir gefunden haben. Sehr nice. Was? Ihr sagt nichts? Bin ich gar nicht gewohnt. Sonst haben wir noch einen Haufen anderer Systeme. Loropi. Nimmt gerade mal 10%. Ja, nice. Signal bestätigt. Treibstoff. Das ist gut.
Das ist der Planet da hinten im Eck. Es wird doof. Ausweichen erfolgreich. Scharfschützeneinheit. Reaper umgang. Ich habe etwas gefunden. Treibstoff. Da. Wachen. So. Pontos. Signal bestätigt. Das Geräusch geht einem irgendwann mal so auf den Sack. Rotigste Ahnen. ULG-Sprung erfolgreich. Da. Ausweichen erfolgreich. Reaper umgang. Gib mir den Sprit. ULG-Sprung erfolgreich. Das ist ein weiter Flug. Ich habe etwas gefunden. Oh. Ups. Wollte eigentlich scannen. Ring der Lune, den haben wir auch gebraucht. Okay, das gab nur Credits. Really? Genau, Sprit wollte ich noch. Ausweichen erfolgreich. Da waren sie intelligent genug, hier ein Treibstoffdepot hinzumachen. Das ist doch schon mal gut. Haben wir schon. Bürgeschlund haben wir. Valhalla-Grenze haben wir. Das haben wir. Neem-Cluster. Hier machen wir das. Und dann haben wir die drei hier noch. Gehen wir hier hin. Ein Horchposten. Umgang. Mulax Lu. Hier gibt's hier nichts zu scannen.
Nee, sieht nicht aus. Okay. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Mein näheres Waffenportal, bitte. Alter. Daneben geklickt. ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Okay. Gano befindet sich nicht in diesem System. Wer ist Dr. Gano? Und Diamanten. Ausweichen erfolgreich. Okay. Gehen wir uns sicher und pressen was Nebel. Hier ist nichts mehr. Hatten wir schon. Waren wir hier in der Außenzone schon fertig? Der Hellstrom ist hier. Reaper-Umgang. Wie können die Reaper hier sein? Kein System, wo Reaper Aktivität angezeigt wird. Hier ist Reaper Aktivität, aber nicht hier. Muss mal kurz hin zum Tanken. Hades Nexus, das möchte ich in die Folge reinpacken. Ich habe etwas gefunden. Hongkong-Fregatte.
Signal bestätigt. Komm, komm. Put, put. Leipzig. Gut für die erste Flotte. Ich habe etwas gefunden. Rotianische Sphäre. Bräuchten wir doch auch. Signal bestätigt. Da. Der Obelisk. Shit. ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. Darf ich mal links rauskommen? ULG-Sprung erfolgreich. Ausweichen erfolgreich. Reaper Umgang. So. Dann machen wir aber an dieser Stelle Schluss für heute und ich sage danke fürs Zusehen und es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hier liken, subscriben, teilen, verteilen und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, wann was bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account, wo Dennis dem ihr ein Follow reindrücken könnt und einschalten, dass alle Features angezeigt werden. Dann seht bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen!